Mein Name ist Christian Fischer. Ich bin einerseits Absolvent der Abteilung und andererseits Lehrer an dieser Abteilung. Mein Name ist Martina Scherer-Weindorfer. Ich bin die Abteilungsvorständin der Abteilung Holztechnik. Mein Name ist Josef Fellner. Mein Name ist Natascha Czerwicek und ich unterrichte hier an der Abteilung Holztechnik Deutsch und SUBK, das ist Sozial- und Personalkompetenz. Das Beste an meinem Job hier sind einerseits, dass ich gern mit jungen Leuten arbeite. Dass man relativ unmittelbar das Feedback kriegt. Das Beste an meinem Job ist sicher die Arbeit mit den jungen Menschen. Ganz sicher die Arbeit mit den Jugendlichen. Und es einfach schön ist, wenn man erlebt, wie man sie begeistern kann. Zu sehen, wie sie an den Herausforderungen wachsen. Es wird nie fad, es ist immer was Neues. Und auch später zu sehen, wie sie in der Berufswelt ihren Platz finden und zu zufriedenen Menschen werden. Ich glaube, das ist wirklich das Beste am Lehrerberuf. Es macht einfach Spaß. Es ist eine relativ kleine Abteilung. Dadurch kenne ich eigentlich alle Schüler, selbst Schüler, die ich vielleicht nicht unterrichte, kenne ich vom Gang und vom Grüßen. Der familiäre Umgang. Wir sind eine relativ kleine Abteilung. Wir betreuen momentan ca. 230 Schülerinnen und Schüler in 11 Klassen. Dadurch ist es uns möglich, dass wir jeden Schüler und Schüler, jede Schülerin und jeden Schüler persönlich wahrnehmen und auch kennenlernen. Und es ist auch ein Lehrerteam, mit dem man sehr gut arbeiten kann, wo man sich gegenseitig unterstützt, Hilfestellung anbietet bzw. einfach als Team gut arbeiten kann. Die Abteilung macht so besonders, dass sie einerseits klein ist, dass wir wahrscheinlich von den Schülern doch hauptsächlich solche haben, die sich für diese Ausbildung wirklich interessieren. Sie ist ja nicht leicht. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass wir eine sehr zukunftsorientierte Ausbildung anbieten mit dem Werkstoff Holz. Ich glaube, der tollste und ökologischste Werkstoff überhaupt, mit dem man sich beschäftigen kann. Ich würde ein bisschen sagen, im Vergleich zur anderen Abteilung, der Himmel auf Erden. Am Unterrichten die größte Herausforderung ist für mich das Schulsystem. Der Stress, den man mitkriegt, ist nicht ein Zeitstress, sondern oft ein persönlicher Stress, den ich auch nicht gleich an der Tür abgeben kann. Probleme von anderen Leuten, die man mitbekommt. Ich würde einfach lieber gerne anders in der Beurteilung vorgehen, auch all diese anderen Vorschriften und Vorgaben, die man hat, bereiten mir Mühe. Ich unterrichte eine Sprache in einer HTL, das an sich ist sicherlich schon mal eine Herausforderung, da die Schüler abholen und irgendwie schaffen, gemeinsam zur Matura zu gehen und die auch positiv abzuschließen. Mit 14, das entscheidet man sich gerade für die Schule. Man soll das machen, was einem momentan zusagt und nicht das, was die Eltern sagen und alles. Bleib entspannt und hab Spaß. Es wird alles gut. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es gibt noch so viele Weichen im Leben. Es kann sich so vieles anders ergeben. Ich würde sagen, nimm nicht alles so ernst. Es geht alles vorbei und es kommt alles zu einem guten Ende. Das suchen, was einem wirklich Spaß macht. Entspannt bleiben. Spaß haben allgemein im Leben. Herausforderungen annehmen. Auf sich selbst hören und einen eigenen Weg finden. Zu sich selbst zu stehen und über den Tellerrand zu schauen.